SpongeBob, ich bin's, Sandy. Hallo, mein Freund. Hab dich tagelang nicht gesehen. Was machst du so? Ich warte auf den Herbst. Komm schon, so schlimm kann's doch nicht sein. Geh weg, Sandra. Vergiss, dass du mich gekannt hast. Streich das Gesicht dieses nutzlosen Schwamms aus deinem Gedächtnis. Diesen jämmerlichen Daumenkrüppel. Gib nicht auf, SpongeBob. Du musst etwas finden, das du liebst, weshalb es sich zu leben lohnt. Ach ja, und was soll das denn sein? Das weiß ich auch nicht. Leider. Die Antwort darauf musst du wohl ganz alleine finden. Sandy? Sandy? Sandy, komm zurück! Du musst mir nämlich helfen, dieses Glas Erdnussbutter zu öffnen. Das reicht, ich bin lange genug in Selbstmitleid zerflossen. Meinen Daumen geht's besser und ich bin bereit für die Arbeit. Die Stelle ist schon besetzt. Und zwar ab sofort wieder von mir. Ach ja, und wie willst du das anstellen? Krieg der Daumen. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier. Den Daumen krieg er gleich dir. Gib's zu! Ich hab dich klar besiegt! Niemals! Dann mach dich auf deinen Untergang gefasst! Gib nicht auf! Etwas, wofür es sich zu leben lohnt! Etwas, wofür es sich zu leben lohnt! SpongeBob hat gewonnen! Ja! SpongeBob, alter Krabulettenjockey! Willkommen zu Hause, Minion! Ach, ist schon gut. Ich finde Arbeiten sowieso furchtbar. Ach, Patrick. Nein, ehrlich, ich finde Arbeiten echt furchtbar. Yeah. Oh Mann, alle lachen. Oh, hey, SpongeBob. Ich hab da noch was für dich. Was, Patrick?